Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Kämpfchen. Wir kämpfen heute gegen den guten alten Chakreo. Und wir wählen uns hier einfach mal hier unten ein anderes Musikstück aus, falls ihr das noch nicht wusstet. Da könnt ihr euch andere Battle-Musik aussuchen. Wusste ich auch lange Zeit nicht, bis mir René das Ganze dann mal verraten hat. So, ich habe ein neues Team zusammengestellt. Das gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben einen Farbigel dabei. Es kann Pilzspore, was zu 100% den Gegner einschlafen lässt. Turbo-Tempo als Prioritätsattacke, Hausbruch, um uns zu pushen erheblich, und Notsituation, um den Gegner auf 1 KP runterzuhauen. Denn wir haben den Fokus-Code, damit überleben wir eine Attacke, sind auf 1 KP, können den Gegner dann immer auf Notsituationen runterhauen und mit Turbo-Tempo finishen. Das ist so die grobe Taktik dahinter. Dann machen wir weiter mit Metagross, das die offensiven Attacken Sternenliebhammer am Zen-Kopfstoß kann, die teilweise sehr ungenau sind und deswegen trägt es die Grußlinse, damit die Genauigkeit gestärkt wird. Agilität dient dann eben dazu, um das langsame Metagross in eine gute Geschwindigkeit zu versetzen. Dann haben wir noch Gyarados mit dabei, was den Bedroher hat, womit wir den Angriff immer wieder senken können vom Gegner, wenn wir es einwechseln. Und den Gyarados Need, womit wir uns megern können. Ansonsten haben wir 3 offensive Attacken und Drachentanz, um uns zu pushen. Dann haben wir Morlord mit dabei, mit der Fähigkeit Unkenntnis, die vielleicht nicht jeder von euch kennt. Und zwar macht Unkenntnis, dass gepushte Gegner, es bringt nichts, wenn die sich pushen. Es bringt einfach nichts. Wenn die ihren Angriff pushen, dann ist es so, wenn sie uns angreifen, als hätten sie ihren Angriff nicht gepusht. Wenn wir uns hingegen pushen, bringt es schon was. Ja, das ist eigentlich eine ziemlich geile Fähigkeit. Die Grindobeere tragen wir, die Attacken des Typs Pflanze einmalig schwächt. Pflanze ist ja Morlords einzige Schwäche und dann leider aber auch Doppelschwäche. Dadurch kann es dadurch ganz gut aushalten. Horta, um Verteidigung und Spezialverteidigung zu stärken und Genesung, um sich wieder hochzuheilen. Und dann eben 2 offensive Angriffe. Dann haben wir unser Monster Porygon 2 dabei. Hä? Porygon 2? Es gibt doch auch Porygon Z. Wieso nimmst du denn Porygon 2? Damit es den Evoli tragen kann. Porygon 2 hat durchaus gute KP. Es hat einen guten Spezialangriff und es hat gute Verteidigung und Spezialverteidigung. Und wenn wir da den Evoliten raufknallen, dann ist es ziemlich krass. Mit Genesung kann es sich außerdem immer und immer und immer wieder hochheilen. Und dadurch ist es extrem schwer down zu kriegen, gerade weil es nur eine Schwäche, nämlich Kampf hat. Und als letztes Pokémon haben wir dann unser Togekiss dabei, das dieses Mal mit folgendem Moveset: Ruhrort, Ränkeschmied, Staffette und Zauberschein. Ist ganz klar, worauf es abzielt. Wir wollen uns pushen und diese Werte mit Staffette dann weitergeben. Als Item haben wir die Überreste, um uns eben immer wieder hochzuhalten. Und ja, das war's mit dem Team. Gegen dieses Team setzt Chakreo ein... Das ist kein Waschrotom, ne? Das ist tatsächlich ein Eisteam. Okay, das ist ganz interessant. Also so ein, Gefrierschrank-Rotom, kenne ich mich nicht mit aus. Ein, heißt es Frigometri? Frigometri war es, glaube ich, ne? Arctilas, Rexblizzard wird auf jeden Fall das Mega-Pokémon sein. Mamutel und Lapras. Okay, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, womit beginnen wir auf jeden Fall? Wir haben ja sehr, sehr viel Potenzial hier. Wir beginnen ganz klar eigentlich mit Farbigel. Und das ist eigentlich schon ein ziemlich frecher Start. Warum und was wir mit Farbigel machen werden, das werdet ihr jetzt sehen, wenn der Kampf tatsächlich beginnt, mit einer neuen Musik. Cool, das klingt epic, Alter. Jetzt geht's ab hier gegen Chakreo. Ich bin sehr gespannt, was er so hat. Er bringt als erstes Rotom in den Kampf. Das ist sehr schön. So, Farbigel beherrscht jetzt 4 Attacken. Und diese 4 Attacken werden wir auch allesamt brauchen. Wir beginnen mit Pilzspore. Ich hoffe, wir sind schneller. Es kann sein, aber Rotom ist auch nicht so langsam, meine ich. Von daher, ach, hoffen wir mal, dass wir schneller sind. Das wäre schon ziemlich geil. Farbigel kann ja alle möglichen Attacken besitzen. Da kann man sich alles zusammenstellen, was man möchte. Voltwechsel kommt. Okay. Wir werden schon auf 1 KP runtergehauen, überleben, dank Fokusgurt. Und das ist wichtig für uns. Das ist ziemlich wichtig für uns. Jetzt kommt nämlich ein Rexblizzard. Nein, das hat Hagelalarm. No. Und gleichzeitig fängt es auch noch unsere Pilzspore ab, weil es ein Pflanzen-Pokémon ist. Also, Respekt, Chakreo. Du hast, ohne einen KP zu verlieren, unser Farbigel ausgeschaltet, was theoretisch ein ganzes Team hätte zerfressen können. Das ist, ja, ganz passabel gewesen. Aber gut, das war auf jeden Fall noch lange nicht alles, was wir drauf haben. Wäre ja auch schlimm, wenn es so wäre. Wir beginnen. Strong Hammer könnte halt eine Kampfattacke beherrschen. Allerdings verlangsamt uns die auch immer weiter.
Was vielleicht aber auch nicht relevant ist, weil die Gegner nicht unbedingt etwas gegen uns in der Hand haben. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall interessant. Rex Blizzard kann auf jeden Fall eine Mega-Entwicklung machen. Ach stimmt, natürlich, wir können ja auch mit Stahlattacken angreifen. Wir tragen ja die Großlinse, damit sollte Hammerarm und Sternhieb auf jeden Fall treffen. Oder so gut wie auf jeden Fall treffen. Wir beginnen mal mit Agilität. Ich glaube, dass Rex Blizzard fast gegen uns nichts in der Hand hat. Ich weiß es aber nicht. Es wird auf jeden Fall die Mega-Entwicklung beherrschen. Alles andere wäre ziemlich strange. Und Rex Blizzard wird zurückgerufen. Das ist genau das, was ich mir so ein bisschen erhofft habe. Ein wenig Zeit für uns. Und Arctilas wird in den Kampf geschickt. Ah, okay. Bei Arctilas ist das kleine Problemchen, dass es sehr, sehr viel aushält, was die physische Defensive angeht. Und der Hagel macht uns natürlich auch noch ein klein bisschen zu schaffen. Aber das soll jetzt nicht das Problem sein. So, wir beginnen mit Sternhieb. Wir können uns dadurch auch nochmal pushen. Und Arctilas kann Erdbeben, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Also, sehr riskant. Und wir ziehen nicht mal die Hälfte ab. Und es trägt auch noch den Beulenhelm. Also, Chakreo führt uns hier gerade förmlich vor. Ja. Erdbeben packen wir zwar. Aber, ja. Und Eishaut wirkt auch noch. Also, sein Team ist schon clever zusammengestellt. Kann man nicht anders sagen. Wir werden mit Sternhieb da nicht weiter durchkommen. Es bringt nichts. Wir könnten jetzt... Es wird wieder ein Erdbeben kommen. Wir können auf jeden Fall... Vielleicht auf Gyarados wechseln. Gyarados ist eine ganz gute Wahl. Damit können wir das Erdbeben abfangen. Und zum anderen können wir mit dem Bedroher den Angriff senken. Also er hat auf jeden Fall im Moment alle Vorteile auf seiner Seite. Er hat das bis hierhin perfekt gemacht. Kann man nicht anders sagen. Jeder Wechsel war das Sinnvollste, was er tun konnte. Jetzt konnten wir aber glücklicherweise vielleicht mal einen Zug rausholen. Wäre zumindest ganz nett. Eishaut von Arctilas wirkt. Und er kann sich natürlich jetzt einfach ohne Überreste heilen. Überreste dazu zu geben, wäre vielleicht auch nicht so uncool. Aber ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, haben wir schon rausgefunden, was er für ein Item trägt? Ich glaube nicht, ne? So, Problem ist, dass wir mit Gyarados natürlich noch weniger Chance haben, durchzugehen. Deswegen wäre der Wechsel auf Albatros vielleicht doch die bessere Wahl gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall wird jetzt... Ja, was kommt jetzt? Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Kommt jetzt ein Wechsel? Ich werde, glaube ich, mal auf Toktok gehen. Toktok greift zumindest speziell an. Und wir dürften gegen Arctilas auf jeden Fall unseren Spezialangriff erhöhen. Weil Toktoks Fähigkeit erhöht eben den Angriffswert, der am nützlichsten ist im Prinzip, weil die Verteidigung des entsprechenden Pokémon niedrig ist. Falls ihr versteht, was ich meine. Also Arctilas hat zum Beispiel eine schlechte Spezialverteidigung, dadurch steigt unser Spezialangriff. So, und da haben wir Rotom wieder. Kann uns mit Elektroattacken, mit Eisattacken und Irrlicht und sowas vielleicht ein paar Probleme machen. Triplette hat keine Wirkung. Es ist schon wieder der perfekte Wechsel einfach. Triplette hat keine Wirkung. Oder doch, 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 es ist gar kein Geist-Pokémon mehr. Es ist ja jetzt Elektro... Ja, ja, doch, Elektro-Eis. Mann, ist aber verwirrend. Wir werden... mit Agilität beginnen erst einmal. Donnerblitz kommt. Sollte jetzt nicht unendlich viel Schaden machen. Doof wäre es, wenn wir paralysiert werden. Aber unser Porygon 2 ist natürlich schon eine Hausnummer, was die Defensive angeht. Da muss er erstmal gegen ankommen. Probleme sind natürlich die Hagelkörner, die uns so ein bisschen zu schaffen machen. So, jetzt machen wir mal die erste Triplette. Ich hoffe mal, dass Rotom nicht noch mehr gegen uns in der Hand hat. Also nichts Schlimmeres als Donnerblitz oder sowas. Oder Eisstrahl oder Blizzard oder was auch immer. Aber ein Team, das auf einem Hagelsturm aufbaut oder zumindest einen Hagelsturm nutzen kann, wäre natürlich mit Blizzard definitiv nicht schlecht. Weil Blizzard ja bei Hagelsturm immer trifft. Aber Rotom wird wieder herausgenommen. Und es kommt Lapras. Boah, Lapras könnte auch super eklig werden. Sehr, sehr schade, dass wir keinen Donnerblitz beherrschen. Lapras hält das ziemlich gut aus. Glücklicherweise ist unser Spezialangriff gestiegen. Wir machen jetzt, ich weiß nicht, was Lapras macht oder was von Lapras kommt. Deswegen erholen wir uns erstmal mit Genesung. Dafür ist die Initiative Stärkung durch Agilität auf jeden Fall sinnvoll. Dass wir uns immer vorher heilen können, bevor der Gegner uns angreifen kann. Und es kommt ein Eisstrahl. Okay, das sollte nicht so schwach sein, aber auch nicht so mega stark. Problem ist halt wirklich nur, der Hagel hört auf, das ist sehr geil, falls wir einfrieren sollten. Aber die gleiche Chance haben wir mit Triplette auch. Wir könnten paralysieren, wir könnten einfrieren, wir könnten aber auch verbrennen. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir irgendwie nutzen müssen. Also es sieht gerade nicht gut für uns aus.
Das muss man hier an dieser Stelle einfach mal sagen. Aber ich habe noch den einen oder anderen Plan in der Hinterhand mit unserem Team. Ist auch wieder ein eigentlich wild zusammengewürfeltes Team. Ich wollte nur nicht wieder mit demselben Team antreten wie sonst die letzten Male und mal ein bisschen was Neues repräsentieren oder präsentieren. Jetzt kommt natürlich der Wechsel wieder, um den Hagel zurückzuholen. Ja, aber wir können zumindest einmal gratis Schaden machen. Das ist auch ganz nett. Und vielleicht ist da ja auch eine schöne Statusveränderung drin. Boah, das macht auf jeden Fall gut Schaden. Rexblizer wird jetzt höchstwahrscheinlich wieder ausgewechselt. Wir können eigentlich mit Triplette ohne Probleme weitermachen. Der einzige Nachteil ist natürlich, dass wir jetzt mit Eistrahl so unsere Problematiken haben, unsere Probleme haben. Aber meine Güte, das wird schon. So, da kommt die Triplette. Er opfert Rexblizer. Das ist in Ordnung. Vielleicht hat er auch nicht dran gedacht, dass unsere Initiative gesteigert wurde. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir das erste Pokémon down und holen damit auf. Was kommt jetzt? Gegen Porygon hat er, glaube ich, nicht super viel in der Hand. Wenn er nichts Kampftechnisches hat. Frigometri hat eine sehr, sehr hohe Initiative und eine ziemlich gute Spezialverteidigung, soweit ich weiß. Ich würde daher erstmal noch eine Agilität draufsetzen. Wir sind schon schneller. Ah, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, wir wären langsamer. Aber okay. Lichtschild kommt. Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem, weil es jetzt noch mehr abfangen kann an Schaden. Wir werden uns deswegen erstmal erholen, um so ein bisschen Zeit rauszukriegen für das Lichtschild. Kann natürlich sein, dass Frigometri sogar Lichtlehm oder sowas trägt und damit, ja, im schlimmsten Fall die Dauer von Lichtschild noch verlängert hat. Und dann kommt der nächste Eisstrahl. Ich würde halt super, super gerne auf Togekiss wechseln, aber das geht gegen ein Eisteam eher schlecht. Oder zumindest birgt es ganz gewisse, ganz minimale Risiken. Na, mal gucken. Auf jeden Fall kann er den Hagelsturm jetzt nicht mehr einfach so durchs Wechseln oder so hervorrufen. Sondern muss dafür eine Attacke einsetzen. Ja, wir sehen schon, wir machen nicht allzu viel Schaden, trotz Spezialangriffssteigerung. Da kommt der nächste Eisstrahl. Ja. Einmal könnten wir sogar noch riskieren anzugreifen, aber es lohnt sich halt jetzt auch schon eine Genesung. Und dann kriegen wir halt noch einen weiteren Zug rum, dass das Lichtschild endlich verschwindet. Also theoretisch sind wir mit Toktok gerade ziemlich safe. Aber naja, einfrieren kann immer noch passieren. Okay, von Chakrio kommt der Wechsel, er sieht ein, das macht nicht viel Sinn. Was kommt stattdessen? Mamutel, okay, mit roher Gewalt. Ja, nicht unbedingt verkehrt, aber ich glaube, wir können Mamutel halt schon mal so viel Schaden reindrücken, dass es echt wehtun könnte. Ah, okay, okay, okay. Eine weitere Triplette reicht leider noch nicht aus. Wir müssen uns nochmal heilen. Unsere Genesung kann natürlich auch irgendwann leer gehen. Ich bin immer zu faul, AP Plus oder sowas zu verwenden. Beziehungsweise scheue ich mich so ein bisschen davor, weil es so selten ist und man natürlich nicht genau weiß, welches Pokémon braucht die AP Plus jetzt am meisten. Werde ich Toktok vielleicht nie wieder einsetzen. Man weiß es nicht. Ah, Lebenorb, wie awesome. Wir überleben sogar noch ein weiteres Erdbeben. Demzufolge können wir jetzt auch angreifen. Mamutel würde sich mit einem weiteren Erdbeben dann letztendlich selbst töten. Das wäre schön. Also falls unsere Triplette nicht schon ausreicht. Ich glaube, mit Toktok haben wir da tatsächlich ein Pokémon gefunden, gegen das er wenig in der Hand hat. Das ist sehr schön. Auch wenn ich gerne andere Taktiken versucht hätte, zum Beispiel mit Farbigel oder so, scheinen wir hier mit unserem Defensivmonster, das ist wirklich, glaube ich, unser Pokémon mit dem, mit der krassesten Defensive. Irokex kommt, glaube ich, nah dran. Aber da Toktok eben nur eine Schwäche hat und die Kampf ist und Irokex ein paar mehr besitzt, ist es doch eine gute Wahl. So, ich weiß gar nicht, er bleibt drin, Triplette kommt und reicht aus. Okay. Damit haben wir also das nächste Pokémon schachmatt gesetzt. Es ist ganz nett. Wir könnten, ja, ich würde halt super gerne eigentlich auf Togekiss wechseln und mit Ränkeschmied uns in die Höhe pushen und dann diese Statusveränderung weitergeben. Jetzt kommt Lapras auf jeden Fall. Wir könnten jetzt natürlich einfach weiter angreifen oder wir opfern ein Pokémon, um auf Albatros zu kommen. Nee, wir müssen drinnen bleiben. Wir müssen drinnen bleiben und setzen hier eine weitere Triplette ein, die uns so langsam aber auch leer geht, ne? Das ist ein Problem. Fällt mir gerade mal so auf. Ja, Lapras überlebt das sehr gut und jetzt kommt eine Hydro-Pumpe. Die könnte nochmal richtig reinfetzen. Ja, hält sich aber in Grenzen. Wirkung von Lichtschild lässt nach. Ich muss Genesung einsetzen. Das wäre sonst zu risky. Es wird zurückgerufen, okay. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder Frigometri. Ja, tatsächlich. Wir hätten angreifen können.
Aber egal, wir sind schneller als Frigometri. Wir können zumindest jetzt mal eine Triplette raushauen. Das wäre zumindest schon mal ein Anfang. Beziehungsweise kommt jetzt hundertprozentig ein Lichtschild. Wäre für uns auch im Moment einen safen Wechsel auf Togekiss vollziehen zu können. Macht das Sinn? Wahrscheinlich eher nicht. Ich bin gerade nur ein bisschen süchtig drauf. Strong Hammer wäre auch eine Möglichkeit, wie wir zumindest... Ich glaube, Strong Hammer ist gerade tatsächlich eine gute Wahl. Ich glaube ja. I'm very sure. Weil jetzt kommt ein Lichtschild und das bringt ihm nichts, weil ich jetzt physisch angreifen werde. Genau, das war voraussehbar. Es wird auch Lichtlehm tragen. Dafür hat das Lichtschild zu lange angehalten. Das heißt jetzt irgendwie auf Zeit dieses Lichtschild wegmachen oder so. Ja, nicht unbedingt gut. Und wir werden mit Hammerarm agieren, einfach weil Hammerarm jedes Eis-Pokémon sehr effektiv treffen sollte. Und dann kommt der Reflektor hinterher. Okay, damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Aber was soll's, wir können zumindest einen Angriff austeilen. Und mal gucken, wie viel macht das. Es reicht aus, um Frigometri zu besiegen. Damit sind Lichtschild und Reflektor auch schon mal aus seinem Team raus. Jetzt wird irgendwas kommen. Ich nehme an Arctilas. Arctilas. Ja, okay. Arctilas, ja. Okay. Viel am Überlegen, aber ich denke, ich werde wieder meinen Wechsel auf Gyarados vollziehen. Es ist einfach das Klügste, an dieser Stelle vielleicht den Angriff da zu senken. Und eventuell kommt ja wieder ein Erdbeben. Wir können uns auch noch megern, aber für mich macht das im Moment noch nicht allzu viel Sinn. Es kommt wieder ein Erdbeben, okay. So, wir könnten jetzt versuchen uns mit Drachentanz. Was hat er noch? Er hat Arctilas, was hat er noch? Er hat Lapras noch. Lapras könnte Donnerblitz. Und er hat, glaube ich, noch seinen Kühlschrank, ne? Das heißt, Gyarados wäre auf jeden Fall anfällig. Für allerhand. Den Kühlschrank könnte ich aber sogar mit Erdbeben aushebeln, obwohl er Schwebe hat. Von daher setzen wir mal Drachentanz ein. Und er bleibt drin. Okay, er bleibt drin. Was kommt denn jetzt? Das würde mich mal einmal interessieren. Weil Erdbeben wird es ja nicht sein. Es kommt Blizzard. Okay, und es trifft. Aber es ist speziell. Ich glaube, Arctilas Spezialangriff ist echt meh. Von daher alles in Ordnung. Wir werden noch einen weiteren Drachentanz absolvieren, um uns hier wirklich zu pushen. Und eventuell geht ja dann irgendwann der Reflektor mal down. Arctilas wurde von Chakreo zurückgerufen. Okay, kommt jetzt der Kühlschrank. Ja, nice. Kleine Story dazu. Chakreo hat schon mal auf Twitter geschrieben, dass er Überbrückung auf die harte Art kennenlernen musste, diese Fähigkeit. Und die, mein Freund, wirst du auch jetzt nochmal auf die harte Tour kennenlernen. Denn wir megern uns und greifen mit Erdbeben an. Und damit erhalten wir die Fähigkeit Überbrückung. Und damit hat Erdbeben auch Effektivität. So, Überbrückung von Gyarados wirkt. Ich glaube, damit werden wir ihn ziemlich überrascht haben. Und sollten Rotom eigentlich auf dem schwachen Fuß erwischen und trotz Reflektor reicht es aus. Das ist gut. Jetzt kann natürlich Arctilas gegen uns wieder ein Erdbeben raushauen, was eher ungeil ist. Aber notfalls haben wir immer noch Kaskade, wo wir auf Zurückschrecken hoffen können oder sowas. Also wir haben mit Mega Gyarados schon eine ziemlich heftige Option. Und ich finde, es sieht super stylisch von hinten aus. Also so seitlich von der Kampfansicht. Und es kommt Lapras. Ja, Lapras wird uns nicht one-hitten können. Ich denke nicht. Daher werde ich mich noch einmal pushen. Ich gehe einfach mal das Risiko ein. Lapras kann wahrscheinlich, oder kann ich mir zumindest ganz gut vorstellen, dass es Donnerblitz kann. Ist aber nur noch normal effektiv, da wir ja jetzt ein Unlicht statt den Flugtyp haben. Und demzufolge sollten wir das ganz gut packen. Gefriertrockner. Oh, das ist sehr effektiv auf Wasser-Pokémon, ne? Okay. Und wir frieren ein. Okay. Gyarados ist damit außer Gefecht gesetzt. Außer es passiert ein Wunder und wir tauen direkt wieder auf, aber... Wurde aufgetaut! Ja! Geil, Alter! Mega Pech und mega Glück zugleich. Und so dürfte Lapras knapp überleben. Okay. Aber das ist in Ordnung. Lapras lebt. Gefriertrockner ist natürlich auch eine mega fiese Attacke, aber passt schon. Wirkung von Lichtschild lässt nach. Ja, Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Jetzt kann Tok Tok aufräumen. Sollte jedenfalls machbar sein. Ich weiß gar nicht, ob wir schneller sind als Lapras, aber ich hoffe mal. Und, unser Angriff steigt leider. Das ist nicht ganz so geil. Aber egal. Ein KP kriegen wir jetzt Lapras auch noch abgezogen. Hoffen wir mal, dass Lapras schneller ist.
langsamer ist. Es ist schneller leider, okay. Aber Arktilas dürfte so ziemlich das langsamste Pokémon sein, das auf diesem Planeten existiert. Von daher, goodbye Lapras. Wir sehen uns in einem zukünftigen Leben wieder. Gut, dann kommt Arktilas. Reflektor lässt jetzt auch nach. So langsam verlassen ihn all seine Schutzschilde. Und wir haben immer noch unser einzigartiges Schutzschild. Porygon 2, Tok Tok. Da gibt es kein Vorbeikommen. Ein Erdbeben wäre zwar ungeil, aber ich greife jetzt einfach mit Triplette an. Bevor Arktilas hier noch irgendwelche miesen Tricks auspackt oder so. Das wollen wir ja nicht, ne? Das wollen wir ja nicht. Von daher kriegst du eine schöne Triplette ins Gesicht. Und Arktilas überlebt es sogar gerade so noch. Erdbeben sollten wir aber auch packen. Ja, ziemlich easy sogar. Tok Tok ist einfach eine Mördergewalt. Ich kann euch ja mal die Verteidigungswerte zeigen. Die befinden sich bei 127 und 131 und werden eben durch den Evolit nochmal um 50% in die Höhe gehoben. Von daher sind wir da so bei Verteidigungswerten von an die 200. Knapp drunter. Dann mit 160 KP, was auch nicht gerade so wenig ist. Ja, ne? Haben wir hier schon ganz gut ausgedient. Von daher, die letzte Triplette bringt uns den Sieg. Und das war's. Tok Tok rasiert dieses Team. Und Chakreo hatte einen super krassen Anfang. Da habe ich echt Angst und Panik bekommen. Glücklicherweise hatte er dann gegen Porygon 2 nichts in der Hand. Von daher, GG an dich. War ein cooler Kampf. Porygon hat uns da so ein bisschen aus der Klemme gerettet, denke ich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.